Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, von euch haben es immer wieder regelmäßig Leute angefragt und heute passt es mir mal ganz gut rein. Von daher sprechen wir heute mal über die Maschinen, die wir hier im Ackerbau einsetzen. Also, geht los. Jo, damit das Ganze ein bisschen spannender und nicht so durchsichtig wird, machen wir das jetzt nicht so wirklich chronologisch, sondern ich gehe einfach mal so vor, wie mir die Maschinen gerade vor die Linse fallen. Und wie alles im Ackerbau fängt es ja irgendwo mit der Aussaat an. Und da stehen wir hier schon genau richtig vor der Federstadt Rapid. Die ist also von 2017 die Maschine, jetzt im vierten Jahr. Macht im Durchschnitt 450 Hektar im Jahr. Ist natürlich hauptsächlich Getreide. War in den ersten fast 2 Jahren auch noch fast der ganze Mais. Dann kam ja 2019 die Monosem. Warum machst du denn aus 6 Meter 3 Meter? Ja, das hat mehrere Gründe. Zum ersten Mal sind wir tendenziell, was die Fläche betrifft, wo wir diese Maschine brauchen, runtergekommen und wir haben auch ein bisschen diversifiziert in den letzten Jahren, dass ich nicht auf einen Schlag, weiß nicht, 200 Hektar Getreide eben sehen muss. Da kann es schon mal ganz schön nervig werden mit 3 Metern. Ja, also von daher ist einfach mal die Schlagkraft nicht nötig. Und zum anderen ist natürlich auch dann der Preis ausschlaggebend, weil eine 6 Meter Rapid von 2001 damals hat einen ganz anderen Preis als eine 6 Meter Sämaschine von heute. In den letzten Jahren war es eben nicht so, dass wir da jetzt viele Rücklagen hätten bilden können, um so ein Ding mal aus der Tasche zu bezahlen. Und von daher war mir in dem Moment wichtiger, die alte Maschine zu ersetzen, weil sie doch an einigen Stellen stark verschlissen war und die Qualität nicht mehr da war. Hätte man sicherlich auch für 15.000 Euro reparieren können, aber mir war es in dem Moment wichtiger, auf eine neuere Maschine umzusteigen. Ja, und das ist halt auch wieder die Rapid geworden, weil wir grundsätzlich mit der Qualität und auch der Robustheit der Maschine immer sehr zufrieden waren. Also an der Stelle schiebe ich mal noch kurz ein. Das ist jetzt hier keine große Werbeveranstaltung. Ich sage einfach nur, was wir hier alles für verschiedene Maschinen haben und warum und weshalb und wieso. So, und dann der andere wichtige Punkt ist einfach, dass ich dann auch zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass ich beim Thema Maisaussaat bei der Einzelkorntechnik bleiben möchte. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich sicherlich hier über eine größere Arbeitsbreite nachgedacht, aber wir haben das eben getrennt. Unterm Strich waren die beiden Maschinen Monosem und die 3-Meter-Drillmaschine immer noch günstiger als eine 6-Meter-Maschine, ne? Und von daher haben wir gesagt, wir machen eine 3-Meter-Maschine fürs Getreide. Zwischenfrucht müssen wir mal sehen, das ist auch mal ganz schön viel Fahrerei, da können es auch 1, 2, 3 Meter mehr sein. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich kommen wir mit der Maschine eigentlich gut klar, so wie es verteilt ist, 400 Hektar ist eigentlich kein Problem für so 3-Meter-Maschine. Gerade jetzt auch bei unseren Böden, die man ja, wir haben keine Minutenböden wie bei anderen Betrieben, ne? Wir können eigentlich bei fast jedem Wetter säen. Dann mache ich mal kurz den Schwenk zum Joskin. Und das war einfach der Hintergrund für diesen Wagen. Wir hatten noch unglaublich viele alte Anhänger, ja, hauptsächlich DDR, HW80, HW60. Und irgendwie hat keiner von den Dingern mehr so richtig gut funktioniert, also auch stark verschlissen und kann man sicher alles reparieren. Ich habe dann gesagt, was soll ich mit 10 Anhängern und keiner davon funktioniert. Wir haben davon ja, mehr oder weniger alle verkauft. Für die hauptsächlichen Sachen, die eben transportiert werden, Getreide, alles was wir ernten oder dann eben jetzt auch mit Aufsatz beim Mais mitfahren, haben wir gesagt, jetzt kaufen wir einmal einen richtigen Anhänger und machen dafür 10 alte platt. Wollte eigentlich auch den Tridem, weil ich schnell gemerkt habe, mit einer Tandemmaschine bist du eigentlich, ja, je nach Volumen, aber ziemlich schnell immer außerhalb der Gesetzeslage. Von daher ist, denke ich mal, für eine sehr langfristige Investition, ich meine, so ein Anhänger, der kann ja locker 20 Jahre im Betrieb bleiben, wie bei uns, ist es schon eine gute Sache. Und ein Anhänger ist ja auch in der Regel so, die haben so einen geringen Wertverlust, das liegt quasi bei null. Also das Risiko der Investition in einem Anhänger ist immer sehr gering. Wenn wir schon mal dabei sind, drehe ich mich hier mal gleich zu den Konno-Wagen. Die sind von 2007 mit der hydraulischen Seitenöffnung.
auch als Allrounder Wagen. Die hatten damals noch andere Bereifung, breitere, das sind jetzt mehr Straßenreifen hier, weil ja, wenn, dann werden die nur am Feldrand abgestellt oder laufen eben auf der Straße. Den einen hier, den haben wir umgebaut, da haben wir einen Trocknungsboden reingebaut. Ja, wir können ja also von hinten mit unserer Biogaswärme reinblasen und auch mal eine Partie, die vielleicht zu feucht war, dann ein bisschen runtertrocknen. Habe ich übrigens auch mit den Sonnenblumen gemacht. Hier haben wir Schneidwerk. Das ist ein 622X. Schade, steht schon gar nicht mehr drauf. Die Aufkleber sind immer nicht so prickelnd bei John Deere bei den Schneidwerken. Eben mit einem Vario-Tisch. Vorteil ist natürlich ganz klar, ich bin flexibel mit der Tischlänge, je nachdem, was wir so dreschen. Also wenn ich zum Beispiel Roggen dresche, da habe ich durchaus eine Tischlänge von 800, 900 mm, teilweise sogar einen Meter. Irgendwann ja, fällt es dann doch nicht mehr so ganz rein. Aber ein Meter oder 800 mm ist eben schon was ganz anderes als, ich sag mal, standardmäßig 500. Und, wenn du dann so eine ganz kurze Gerste hast, dann kannst du eben komplett reinfahren auf 400 mm. Das ist allein schon im Getreide recht angenehm. Und entscheidend ist natürlich Raps, weil alternativ, wir bauen ja Raps an, wäre bei einem Standardschneidwerk dann der Rapstisch nötig und das An- und Abbauen ist immer eine ziemlich lästige Sache. Dann weiß man immer nicht, baue ich jetzt einen Rapstisch an oder fahre ich doch nochmal einen Weizen. Alles nicht so, ich sag mal, man ist unflexibel und dieses Schneidwerk macht einen deutlich flexibler. Die Umrüstzeiten sind phänomenal, was auch die Rapsmesser angeht an der Seite. Das ist wirklich sehr gut gelöst. Und dann haben wir schon die Johanna, die vor dem Schneidwerk hängt. Na, viele fragen mich immer, warum heißt das Ding jetzt Johanna? Naja, man kauft irgendwie so in unserer Größenordnung alle 15 Jahre mal einen Mähdrescher und da wollte ich dem Kind auch einen Namen geben und es ist Johanna geworden. Habe ich dahingehend abgeleitet, das Ding das heißt halt John Deere und John ist ja irgendwie so eine Art Johann, Johannes und meine Philosophie ist immer, Mähdrescher sind weiblich, weil man mit denen ein bisschen, wie soll ich sagen, da braucht man halt Fingerspitzengefühl, ne? Da kann man nicht einfach wild drauf losfahren, wie mit so einem doofen Traktor. Mit Mähdrescher muss man gut umgehen können und von daher ist das eine Johanna. Das ist halt eine Schüttlermaschine, alte T-Serie, wurde damals auch mehr oder weniger bewusst so gekauft. Das Ding ist ausgereift, robust. Hat mich eigentlich in den, wie lange haben wir es jetzt, 5 Ernten so gesehen noch nie im Stich gelassen, außer das, was ich vielleicht mal selber zu verschulden hatte. Die Kabine ist wunderbar, die Druckleistung, die Verlustleistung ist mehr als ausreichend für unsere Betriebsgröße. Und wir haben ja mit durch das Milchvieh immer Stroh geborgen und da habe ich damals gesagt, na 5000 Euro für einen Spreuverteiler, dann kann ich mir sparen, das kommt eh alles in den Stall. Jetzt haben wir halt keine Kühe mehr und wir haben das Ding nachgerüstet, haben wir selber angebaut. Ja, hat dann mal so anderthalb Tage gekostet, aber jetzt haben wir halt einen Spreuverteiler, damit die Verluste, die über den Siebkasten kommen, nicht in so eine schöne Bahn gelegt werden, sondern auch ordentlich verteilt sind. Ne? Ja, da sind wir bei den Geräten angekommen, die ich demnächst abstoßen möchte. Das ist einmal unser Lemken Vario Palflug. Ja, ihr wisst, grundsätzlich will ich mich vom Flügen verabschieden. Ich glaube nicht, dass das eine zukunftsfähige Anbaumethode für unsere Böden und unsere Klimabedingungen sind. Normalerweise muss alles Richtung Striptil und Direktsaat gehen. Grundsätzlich ist es aber ein sehr guter Flug gewesen. Hat auch grundsätzlich Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Aber wie gesagt, passt mir nicht in mein Betriebskonzept. Dann haben wir hier unseren Ballenwagen. Das war natürlich so ein bisschen kleine Fehlinvestition, dieses Fahrzeug. Funktioniert soweit hervorragend. Aus meiner Sicht war das damals auch nötig. Wir haben, wie gesagt, wir hatten viele Anhänger, die nicht so ganz straßentüffig waren. Damals war noch nicht klar, dass wir die Milchproduktion einstellen werden und wir haben jedes Jahr 3000 Ballen durch die Gegend gefahren. Da gab es eigentlich keine Diskussion, dass so ein Wagen eine gute Investition ist. Und letztendlich, wenn man mal ehrlich ist, wie ich vorhin schon beim Joskin gesagt habe, Anhänger verlieren ja kaum an Wert. Also das war in dem Sinne jetzt keine übermäßige Fehlinvestition. Dann bleiben wir mal bei der Bodenbearbeitung, gleich gegenüber hier vom Pflug. Also dieser Grubber ist 2020 als quasi Pflugersatz gekommen, auch so als, sagen wir mal, vorsichtig schnelle Lösung. Ja, ist halt ein klassischer 3-Balken-Grubber, Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung.
Und da haben wir halt gesagt, probieren wir das Ding jetzt einfach mal. Es ist auch bei 3 Metern dann geblieben, weil vielleicht wären 4 Meter grober auch interessant. Aber der Preisaufstieg zu einer geklappten und meistens dann aufgesattelten Maschine, der ist so heftig, dass du mal gleich bei 3 Meter bleiben kannst. Und wenn man mal ehrlich ist, der ist ja irgendwo auch für die Grundbodenbearbeitung da und soll auch ein bisschen tiefer rein. Da bist du mit dem 7730 auch mit beschäftigt, ne? Kann ich gar nicht so viel zu dem Ding sagen. Der funktioniert halt wie jeder typische Dreibalkengrubber, ob das nun Köckerling Trio oder Lemken schieß mich tot ist. So große Unterschiede gibt es nicht. Natürlich nachher bei den Walzen und Zuverlässigkeit, ja, der muss ich dazu sagen, der Rahmen, der hatte schon mal eine weggehabt, da haben wir da auf Garantie was schweißen lassen. Das ist unser 10.000 Liter Wasserfass. Wasserfass eigentlich nicht korrekt. Also ich meine, im Sommer ist Wasser drin, falls wir mal einen Schnellangriff starten müssen, weil irgendwo was brennt. Aber grundsätzlich ist das eigentlich nur da für Flüssigdünger. Dann sind wir bei der Monosem angekommen. Hatte ich vorhin schon drüber gesprochen. Das ist also unsere Einzelkornmaschine. Sechsreihig, 1000 Liter Tank für Unterfußdünger. Und es ist eine Extendmaschine, das heißt, die läuft hier auf einem Verschieberahmen. Der kann hydraulisch ausgeschoben werden und so kann die Maschine wie jetzt von minimal 40 cm Reihenabstand bis auf 80 rausgeschoben werden. Ja gut, 80 brauche ich nicht, aber den Raps habe ich ja dieses Jahr auf 50 gemacht zum Beispiel. Der sieht bis jetzt auch echt gut aus. Hat mir gut gefallen mit der Vereinzelung, das funktioniert. Und ja, ansonsten den Mais dann eben auf 75, ne? Man ist deutlich flexibler. Was mir wichtig war damals, wenn man einmal nach, die alte ist 20 Jahre alt gewesen, die Akkord, wenn man denn einmal sich für so eine Maschine entscheidet, da habe ich gesagt, die braucht einfach einen elektrischen Antrieb. Hat sie auch, ja. Läuft bis jetzt relativ zuverlässig. Es war nur einmal hier eine Platine durchgebrannt. Das hat uns dann mal kurz aufgehalten, aber ansonsten läuft das Ding. Und der Vorteil ist natürlich ganz klar, ich kann aus der Kabine heraus die Kornanzahl variieren. Das macht es dann möglich, teilflächenspezifisch zu arbeiten. War mir übrigens auch wichtig bei der Federstadt Rapid. Das kann die grundsätzlich auch. Dazu ein Satz mit verschiedenen Sähscheiben. Das gibt mir dann die Möglichkeit, eben von Mais bis Raps verschiedenste Dinge zu vereinzeln. Ist auch relativ neu, ja. Also ein paar Sachen haben wir in den letzten Jahren aufgeholt. Man muss auch wirklich sagen, also davor der Mulcher, der war, keine Ahnung, der war auch mindestens 20 Jahre alt. Wie gesagt, die Einzelkorn davor, die war vom Baujahr, schieß mich tot, 93. Also die Maschinen davor, die haben schon ihre Arbeit getan, die waren auch fix und fertig. Und irgendwann ist es dann eben mal soweit. Man schleppt sich als Landwirt dann immer so ein bisschen durch und versucht die Investitionen aufzuschieben, aber irgendwann kommt dann eben Stau und dann ist man eben dran, ne? Oder man überlegt sich was anderes. Ob es dann der Lohnunternehmer macht, weiß ich nicht. Auch da haben wir gesagt, wir haben 150 Hektar Grünland, wir haben viel Mais, den ich unbedingt gemulcht haben möchte. Und ja, sicherlich auch hier und da mal die Zwischenfrucht. Und von daher war dann die Entscheidung für so eine 6-Meter-Maschine im Heck, dass man da eine entsprechende Schlagkraft auch generiert. Dalbo Maxirol, die ist auch schon ein paar Jährchen alt. Die hat natürlich auch viel damals zu Milchviehzeiten im Grünland gemacht. Ja, ist also eine All-in-One-Lösung. Vorne so eine Planierschiene, um die Maulwurfshügel und alles ein bisschen platt zu machen. Dann die Striegel, um das alte Gras und Ungräser bzw. Unkräuter dann rauszureißen, die wir nicht drin haben wollen. Und hinterher wird das richtig schön angewalzt mit einer Cambridge-Walze. Hat immer eine Bombenarbeit gemacht. Hinten drauf gleich mit Zwischenfruchtsteuer bzw. Nachsägerät für Gräser. Rauchaxis. Mit Waage kann eigentlich nur sagen, dass das auch eine sehr zuverlässige, robuste Maschine ist. Keine Isobus-Maschine und das macht es natürlich nahezu unmöglich, teilflächenspezifisch zu streuen, hatte ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Aber so viel mineralischen Dünger streuen wir dann gar nicht. Ja, die Alternative ist, dann kommen wir gleich rüber zur Pflanzenschutzspritze, mit der ich Flüssigdünger teilflächenspezifisch ausbringen kann. Großen Aufsatz, passen 2700 Liter rein. In den letzten Jahren haben wir eigentlich fast immer mit Big Packs gearbeitet. Da mache ich 2 Big Packs rein, das sind 2 Tonnen. Aber da hast du noch nicht die übertriebenen Achslasten. Wir stehen dann am Feldrand und laden dann immer gleich zügig nach. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Dann stehen wir vor einer der wichtigsten Maschinen, unsere Pflanzenschutzspritze, die John Deere M740. Die kam 2000, muss ich lügen, 13. Ist leider keine Isobus-Maschine. Ärgere ich mich jeden Tag drüber, wenn ich damit arbeite, dass ich damals keinen Isobus
genommen habe. Jetzt ist es so, dass wir trotzdem mit einem 2630 Display damit arbeiten, dass die ganze Dokumentation darüber läuft. Hast halt ein bisschen mehr Kabelei. Ja. Ansonsten 24 Meter dreifach geklapptes Gestänge, hat dann deshalb auch, weil nicht Isobus, eine eigene GPS-Schüssel drauf. Die braucht die im Prinzip für Section Control, das war mir damals dann wichtig. Und das klappt eigentlich sehr gut mit der Maschine, ist grundsätzlich einfach aufgebaut. Hat hier und da schon mal ein bisschen Wehwehchen gehabt, aber im Großen und Ganzen relativ robust. Was mich neben der Isobus-Geschichte aufregt, ist, dass ich damals auch nicht dieses Boom-Control mitgenommen habe, dass sich das Gestänge eben nicht in der Höhe hält, wo ich es gerne hätte. Macht eigentlich auf unseren relativ großen Schlägen, die auch eben sind, kaum Probleme. Also wenn ich jetzt im Feld bin, dann liegt das Gestänge auch sehr ruhig und da, wo es sein soll, aber ab und zu ist es mal so, dass man dann versucht, mit der Hand da irgendwie was korrigieren, dass die Höhe behalten wird. Also hätte ruhig diese Funktion haben können. Vielleicht auch deshalb entschieden, weil ich zu dem Zeitpunkt nie Spritze gefahren bin. Manche Sachen muss man einfach selber machen, um zu kapieren, dass sie vielleicht ganz sinnvoll wären. Ja, ich sehe schon, ihr haltet es vor Spannung kaum aus, bis ich endlich mal zum Traktor komme. Wir haben auch schon den 6R im Bild, aber da warten wir mal noch 3 Sekunden. Wir reden erstmal über unseren Köckerling Allrounder. Der hat mehr oder weniger unsere Kurzscheibenegge ersetzt. Wir hatten ja eine Lemken Rubin, mit der ich grundsätzlich auch ganz zufrieden war, gerade was so Arbeitsqualität anging. Die hat schon sehr gut gearbeitet und auch viel geschluckt. Was mir nicht so gefallen hat an der, waren damals die Probleme mit den Lagern hin wie her. Wir konnten die zu einem guten Preis verkaufen und ich wollte eben auch explizit so eine Maschine haben, wo ich die Möglichkeit habe, flach den Boden abzuschneiden, hier mit den Gänsefußscharen. Da kam mir dieser gebrauchte Köckerling Allrounder gut entgegen. Das Ding macht soweit auch eine gute Arbeit, man muss halt wissen, wo. Ja, also das heißt, so gerade Saatbettbereitung absolut tipptopp. Kleinere Unkrautaufwüchse macht das Ding auch super platt. Aber wo wir eben absolut an Grenzen kommen, ist, wenn ich viel organische Masse habe und auch so langes, zähes Stroh, ne, dann schiebt das Ding sofort. Da ist die Rubin damals einfach drüber gerollt. Ganz grob, so vielleicht bis 5 Tonnen Strohertrag. Ist das irgendwo noch darstellbar, wenn es gut gehäckselt ist? Die Frage ist halt, brauche ich das noch, dass ich einen Stoppelsturz mit solcher Maschine bei uns mache, oder löse ich das über den Lohnunternehmer, der mir Gülle mit seiner Scheibenegge da gleich nach dem Getreide rein einarbeitet und unter Umständen auch gleich die Zwischenfrucht mit Aufbau mit Aufbaustreuer hinterher macht, oder fahre ich dann eben mit der Rapid hinterher? Ja, also von daher, diese klassische Stoppelsturz mit viel Strohauflage, das sehe ich in Zukunft eigentlich sowieso nicht in unserem Betrieb. Und dann bleibt die Maschine wirklich noch, gerade für den Ökolandbau, um da flach Unkräuter, Ungräser abzuschneiden, wie auch im konventionellen Bereich, wenn es da mal eine Saatbettbereitung zu machen gibt, wie beispielsweise jetzt bei den Erbsen, das wird dann das nächste Thema. Wir kommen zur, ich würde sagen, wichtigsten Maschine auf dem Hof, das ist der Teleskoplader. Ein Kramer KT357, also 3,5 Tonnen Hubkraft, 7 Meter Hubhöhe. Bei uns war es halt so, durch die Milchkühe haben die Teleskoplader bis dato auch immer über 1500 Stunden im Jahr gemacht. Und also alle Teleskoplader, die wir bis dahin hatten, die waren eigentlich nach 6000 Stunden so tot. Und dann kannst du ja das ausrechnen, die wären 4 Jahre alt, dann kannst du die Dinger wieder tauschen. Und von daher haben wir damals auch diese Maschine hier gleich als Leasingmaschine auf 3 Jahre fix. Wenn das jetzt mit den Milchkühen noch so gewesen wäre, dann wären wir jetzt bald bei 5000 Stunden gewesen. Und dann hätten wir einfach wieder durchgetauscht. Haben aber keine Kühe mehr, darum hat er jetzt 3000 Stunden. Und wenn das Leasing durch ist, werden wir die Maschine übernehmen, weil der kann ja noch ein bisschen. Ne? Also jetzt füttert er im Prinzip jeden Tag die Biogasanlage, ist natürlich auch sehr wichtig. Und hilft uns beim Beladen der Maschinen für Dünger, Saatgut und so weiter. Alles, was hin und her transportiert werden muss. Also wirklich eine Schlüsselmaschine. Weil damals eben auch viel Stroh zu bergen war und pipapo, hat das Ding nahezu Vollausstattung. Ja, was bei den Maschinen immer ein Problem war, war, dass irgendwo was nicht richtig geschmiert war. Wisst ihr, wie das ist. Darum habe ich gesagt, da kommt eine Zentralschmieranlage drauf. Das Ding lief morgens, gerade in den Wintertagen, immer im Dunkeln.
also voll LED-Paket drauf, damit du nichts ist schlimmer, als wenn du nichts siehst. Ne? Teuren Michelin-Reifen, ja, kann ich, also sind keine schlechten Reifen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich von der Laufleistung jetzt hier übermäßig überrascht wäre. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, was so ein Verschleiß angeht. Das ist eine 40 km/h-Maschine, weil wie gesagt, Strohtransport, muss das Ding auch genauso schnell laufen können wie der Traktor. Den kompletten Anschluss für ja, Anhänger eben und die Druckluftanlage und Strom und so weiter. Es war und ist die einzige Maschine auf dem Hof, die AdBlue benötigt. Ansonsten ist es wirklich eine feine Maschine. Es gibt wirklich nur, ich sag mal, so Feinheiten, die es vielleicht zu kritisieren gibt. Bis jetzt auch sehr zuverlässig. Also ich kann den wirklich weiterempfehlen, die Maschine. Von allen Teleskopladern, die wir jetzt schon durch hatten, ja, da ist anfangs Merlo, Manitou, Dieschi, JCB. Bei JCB war auch eine sehr gute Maschine. Da war ich immer ein bisschen unzufrieden, als es um eine Kulanzgeschichte ging, aber Schnee drüber. Der Kramer ist, ja, würde ich sagen, die Nummer 1 im Teleskopladersegment. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das seht. Noch drei Worte zu unserem alten Düngerstreuer, den wir vor dem Rauch eingesetzt haben. Wir haben den aber jetzt in den letzten Jahren, ich sag mal, wieder aktiviert, weil er natürlich ein guter Kalkstreuer ist. Klar, die Reifen, die könnten größer sein und was weiß ich, was so ein Ding nicht noch alles könnte, aber bevor man da jetzt wieder neu investiert, kommt man mit so einer Maschine eigentlich auch ganz gut zurecht. Haben uns da einen kleinen Aufsatz gebastelt, weil wir hier diesen leichten Pulverkalk, wenn wir den einsetzen, das ist nicht viel Gewicht bei. Ne? Das ist übrigens die Trocknungsanlage, die jetzt hier pfeift. Das ist die Restwärme von der Biogasanlage, alles, was das Dorf nicht verbraucht. Ah, endlich haben wir es in den Traktor geschafft. Ja, das ist also unser 6210R John Deere. Es ist eine Direktreifenmaschine. Das habt ihr mehrfach gesehen. In allen Videos davor ist, sage ich mal, mehr oder weniger meine Maschine. Mit dem fahre ich meistens. Mal abgesehen davon, dass er nicht stufenlos ist, ist das Wichtigste eigentlich vorhanden. Also die ist von 2013, die Maschine hat jetzt 7000 Stunden. Ja, wir haben ein Lenksystem drauf. Das war mir natürlich damals sehr wichtig. Vielleicht was zur Geschichte, weil mich da auch immer wieder Leute nachfragen. Wir hatten davor einen 8230 Autopower. Und ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber die Maschine, die hat es echt in sich gehabt. Da gab es viele Probleme, gerade mit dem Autopower-Getriebe. Und da waren wir dann nach 5000 Stunden nicht mehr zufrieden. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass ich im Laufe der Zeit erkannt habe, dass die Maschine für unsere Bedingungen zu groß und vor allem zu schwer ist. Irgendwo hat man davor so ein 8200 John Deere gehabt und dann war der logische Schritt war dann der 8230. Aber die ganze 8000er Serie hat sich im Laufe der Zeit so massiv nach oben entwickelt und ja, der Betrieb ist halt nicht größer geworden. Er ist ein bisschen diverser geworden, die Böden sind leicht und von daher haben wir dann gesagt, das Ding muss getauscht werden. Es sollte eigentlich ein 7R werden, von der ersten Idee ein 7230. Ich habe dann aber nochmal zu dem Zeitpunkt viel hin und her gedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass auch ein 7R nicht nötig ist für das, was wir hier vorhaben. Ein Knackpunkt war eigentlich immer damals die 6 Meter Feder statt Rapid. Da gab es dann immer eine riesen Diskussion von wegen, ja, da muss man eben mindestens einen 7R davor haben, sonst kann man das nicht fahren. Ich weiß nicht, wo diese Weisheiten da immer hergekommen sind. Meiner Meinung nach kannst du einen 6 Meter Rapid, wenn du nicht gerade auf ultraschwerem Boden, der frisch gepflügt ist und das Ding tief rein muss, kannst du auch mit einem 7530 fahren. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe mich dann durchgesetzt und gesagt, wir nehmen 6010R, weil auch damals das Direct-Drive-Getriebe rauskam, was mir sehr gut gefallen hat. Ich wollte da weg von dem Stufenlosen. Damals schwerpunktmäßig auch Zugmaschine, wieder ein effizienteres, ja, Direktschaltgetriebe haben. Der hat auch vom ersten Tag an richtig stark performt an der 6 Meter Rapid. Also wenn so ein Ding 15 km/h läuft, dann weiß ich nicht, was man da noch mehr braucht. Ne? Wir haben auch mit der Maschine anfangs zwei, drei Wehwehchen gehabt, aber es wurde alles immer sauber über Garantie abgewickelt und in den letzten Jahren hat er sich gut gemausert. Ich fahre sehr gerne mit der Maschine. Das ist ein sehr effizienter Traktor. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, was Spritverbrauch angeht. Also manchmal wünsche ich mir einen Stufenlosen, wenn ich beispielsweise so Pflegearbeiten mache mit dem Mulcher oder mit ja, der Pflanzenschutzspritze. Da ist er zugegebenermaßen auch ein bisschen zu groß für. Langfristig ist ja auch irgendwo die Idee, den 7730, zu dem wir gleich kommen,
zu ersetzen mit einem, ich sag mal, 150 PS oder sowas. Weil, wie gesagt, es entwickelt sich alles in Richtung Direktsaat, Mulchsaat, Strip-Till. Wir brauchen diese schweren Böcke mit 4 PS eigentlich nicht mehr. Ne? Und der 610R, der bleibt ja dann ein 150er, ein mit 200. Das ist eigentlich eine runde Sache für so einen Betrieb, denke ich mal. Command Arm ist natürlich auch immer eine sehr angenehme Sache. Lässt sich gut mitarbeiten. 4 elektrische Steuergeräte ist alles, was ich so als Ackerbauer brauche. Ist eine 40 km/h Maschine und ja, vielleicht noch die Bereifung hinten, was ja damals auch, sag mal, ein Kaufkriterium für so einen 610R war. Die 650 85 R38 Bereifung, weil ja damals auch noch gepflügt wurde. Ein 650er läuft gut in einer Furche im Vergleich zum 710er oder 800. Das ist alles viel zu breit für eine Furche. 650 ist schon ein Kompromiss, muss man ehrlich sein. Vorteil war eben einfach, dass dieser 650er mit dem großen Querschnitt, der zieht gut was und sparsam. Und für meine speziellen Fans, die immer fragen, warum hat denn der Traktor keine Fronthydraulik? Die Fronthydraulik beim 6R haben wir nachgerüstet zu dem Zeitpunkt, als der Flug kam, weil das Standardgewicht eine Tonne vorne dann ein bisschen knapp war und über den Hebel kommt natürlich noch mehr und wir wollten dann auch flexibler sein beim An- und Abhängen der Gewichte. Bis dato hatten wir einen festen Klotz vorne drin, den konnten wir so mit dem Teleskoplader fast genauso schnell an- und abnehmen. Ja, der 7730, der hat dann auch eine Fronthydraulik gehabt. Klar, wenn ich heute einen kaufe, dann ist da eine dran, aber muss man wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt sind wir auch ohne die Fronthydraulik ganz gut klargekommen, sind immer 3000 Euro. Mittlerweile ist es ja so, wenn man so ein Ding verkaufen will und da ist keine Fronthydraulik dran, dann wird es ja auch immer schon schwieriger. Von daher bin ich jetzt auch so weit, dass ich sage, gut, Traktor, wenn geht, also sollte eigentlich immer eine Fronthydraulik dabei sein. Jo, während wir mal auf dem Weg zur letzten Maschine für heute sind, dem 7730, kurz mal einen Rückblick, weil auch da immer wieder die Fragen kommen. 7530, nein, den gibt es schon über ein Jahr nicht mehr, also mit Ausstieg aus dem Milchvieh und der Eigenmechanisierung zum Ausbringen von Biogasgärresten ist die Maschine über gewesen. Der 7730 kam 2016 als Gebrauchtmaschine mit gut 5000 Stunden. Warum? Weil ich damals gemerkt habe, der 610R ist in Spitzenzeiten einfach überfordert gewesen. Das heißt, das ging dann immer schon im Schichtbetrieb, gerade wenn es ums Pflügen ging. Bei der LVA war so ein 7730 angeboten und er war stufenlos. Das wollte ich dann tatsächlich auch wieder haben, weil ich zu dem Zeitpunkt auch sehr überzeugt war, dass das stufenlose Getriebe in den 7030ern sehr ausgereift war. Ja, das war ja damals schon im 7810, ist einfach aufgebaut mit zwei Fahrbereichen, die automatisch geschalten werden. Bei 13 km/h geht er in die zweite Fahrstufe. Muss man immer dran denken, weil in dem Moment fällt der Wirkungsgrad kurz mal rapide ab, ehe er dann eben bis zur Endgeschwindigkeit wieder ansteigt. Das heißt, Bodenbearbeitung immer irgendwie unter 13 km/h. Macht ja auch Sinn. Warum soll ich jetzt mit 16 km/h so einen schweren Gruber da fahren? Ne? Das höchstens mal mit dem Feingruber, aber gut, gibt auch noch einen 6R. Und wenn es immer so ist, dann ist es immer so. Auf jeden Fall stufenlos wollte ich damals für einen Flug auch haben, weil er sich natürlich besser anpassen kann bei wechselnden Bedingungen. Und was mich immer ein bisschen genervt hat beim 6R, war dann das Einhaken vom Packer. Ja, da musstest du entweder immer drei Gänge runterschalten, ne, dass er da im Standgas nicht ausgeht, weil der Flug ist ja schon drin. Also musste ich da immer viel hin und her schalten, ist ein bisschen verwöhnt jetzt, aber ist halt wirklich sehr angenehm mit einem stufenlosen Traktor in den Packer dann einzufangen. Ja, fährt man langsam an den Packer ran und wenn er eingehakt ist, zack, Schub nach vorne und geht das los. Ne? So ein 7810, da hast du einen Gang drin gehabt den ganzen Tag, der ist mal kurz auf 600 Umdrehungen abgefallen, der Motor hat er einen rausgerußt und ist wieder hochgezogen. Ne? Das können ja die modernen Schlepper heute alles gar nicht mehr. Die scheißen sich ja in der Hose mit ihrer Abgasnachbehandlung. Dieser Traktor ist noch ziemlich kernig, muss ich wirklich sagen. Der hat auch noch ganz coolen Sound. Da scheißt sich der 6R in die Hosen. Nichtsdestotrotz lese ich auch immer wieder oder werde ich gefragt, ob der jetzt nicht eigentlich mehr zieht oder mehr Power hat. Aber der hat nicht mehr Power. Also der 610R, wenn er nicht gerade unter Niedrigdrehzahlbereich läuft, der kocht er den völlig ab hier. Ne? Das merkst du beim Anhängerfahren, wenn es irgendwo einen Berg hoch geht. Oder eben, wenn der Grober hinten dran ist, 1-2 km/h hat der 6R immer mehr drauf. Ist auch tendenziell ein bisschen sparsamer unterwegs, was mich wieder bestätigt.
dass das Schaltgetriebe effizienter arbeitet. Unterm Strich sind es gesamtbetrieblich gesehen dann eben doch Nuancen. Und mit dem Auto-Power-Getriebe, sage ich mir jetzt mal soweit, habe ich auch recht behalten. Der hat jetzt 9000 Stunden auf der Uhr, da war jetzt am Getriebe eigentlich noch nichts dran gewesen. Vorne nochmal neu bereift, der wird dieses Jahr auf jeden Fall noch durchlaufen. Man muss jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, wie wird die Ernte und dass man vielleicht den irgendwann mal dann gegen den 150er tauscht, dass ich eine effizientere Maschine für die leichteren Arbeiten dann auch habe. Ne? Aber grundsätzlich ein guter Traktor, seitdem er hier ist. Zugegebenermaßen relativ schwer, der drückt schon ganz schön was weg, der Schweinehund, für seine knapp 200 oder gut 200 PS. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr zu meinen Statements so beizutragen habt. Haut rein!